Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei Black Mirror und wir machen hier weiter bei dem Sanatorium. Wir klingeln. Wer ist da? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich rein. Augenblick, bitte. Danke. Wunderbar. Ich habe einen kleinen Ticken zu leise gestellt. Moment, Freunde. So. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Dann wollen wir mal losfragen. Hören Sie, ich muss etwas wissen. Wo ist James' Leiche? Wie bitte? Stellen Sie keine Fragen. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Also, na gut, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Aber nur, weil Sie es sind. Wir können Dr. Herman nicht erreichen. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen haben wir die Leiche in die alte Kapelle auf dem Friedhof gebracht, bis der Doktor eintrifft. Sehr viel länger kann sie aber nicht dort bleiben. Sie muss in die Leichenhalle. Das war alles. Danke. Oi, oi, oi. Also seine Leiche nicht mehr auf dem Zimmer, sondern jetzt schön versteckt. Alles klar. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie drankommen. Ich meine, wir wissen ja, dass der Friedhof hier gleich um die Ecke ist. Also hinter dem Häuschen, wenn man es mal so will. Alter, ich habe mich gerade erschreckt. Scheißspiel! Da leuchtet es irgendwie so komisch rot, kann das sein? Mal sehen. Oi. Hallo, Hausmeister. Und dann wollen wir erstmal zu dem Friedhof gehen? Keine Ahnung. Ist ja am Ende auch egal. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich habe keine Zeit für Sie. Oh, wie höflich. Dankeschön. Alles klar. Dann gehen wir doch zuerst hier gucken, wo könnte das sein? Eine Kapelle. Ja. Alles cool. Die Kapelle ist abgeschlossen. Natürlich, was denn auch sonst? Das war ja klar. Wer hat den Schlüssel? Ich habe keine Zeit, was wollen Sie? Ah, Kapelle. Können Sie mir sagen, warum die Kapelle auf dem Friedhof abgeschlossen ist? Die alte Kapelle. Ich sage Ihnen warum. Sie ist abgeschlossen, weil da niemand was zu suchen hat. Können Sie sie für mich aufschließen? Nein, kann ich nicht. Da darf niemand rein, habe ich doch gesagt. Aber Sie haben dafür einen Schlüssel, richtig? Richtig. Und so bleibt es auch. Ich muss um jeden Preis in diese Kapelle. Wie komme ich nur an diesen Schlüssel? Oh mein Gott, wie freundlich, ey. Oh, Bestechung. Wie wär's, wenn Sie mir Ihren Schlüssel ausleihen? Ich bringe ihn bald wieder. In der Zwischenzeit könnten Sie auf meine Brieftasche aufpassen. Tja, ein bisschen Geld zu meinem lausigen Lohn wäre tatsächlich ganz nett. Also, was sagen Sie? Nein, es geht nicht. Ich kann's nicht machen. Die Oberschwester würde mich zu gerne hier rausschmeißen. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Schade. Dann behalte ich die Brieftasche für mich. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Alter, Freunde. Wie bescheuert, ey. Och ja, ich kann ja meine Brieftasche hier lassen. Er lässt mich nicht rein. Er würde mich sehen. Der Mann denkt auch, der ist so ein Bonze, dass er einfach so alles kaufen kann, weißt du. So jeden Menschen, den er will irgendwie. Mann, ganz schön hochnäsig. Dafür, dass du deine Frau ein Feuer aufgehen lassen hast. Okay, der war fies, ich geb's zu. Hallo. Ich will sie nicht stören. Okay, können wir noch hier hinten hingehen? Nein. Hilfe, zurück. Ich will zum Brunnen hin. Zum Brunnen! Da ist der Brunnen. Er führt sauberes Wasser. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Tja. Das Wasser ist bestimmt... Okay. Ein Springbrunnen. Schnell zum Brunnen gehen, bevor der Brunnen wegspringt. In die Kanalisation kann ich noch gehen. Ei!
Das wäre eine Möglichkeit, klar. Ich könnte doch jetzt zu dem da hinten hingehen, oder? Zu diesem einen Raum. Oh, dass das niemanden auffällt, dass da mein Name dran steht oder so. Ich muss ruhig sein, sonst werde ich ertappt. Dieses Mal hätte ich keine Erklärung. Okay, Freunde, dann müssen wir jetzt ein bisschen leiser sein. Psst. Ist dieser Typ nicht mehr da? Dieser Ryan heißt er, glaube ich. Der kommt mir bekannt vor, der Name. Glück gehabt. Hier ist niemand. Das muss ich ausnutzen, bevor jemand kommt. Alles klar, macht das. Ryan, woher kenne ich Ryan? Von den Mallrats, glaube ich. Wie komme ich nur an die Schlüssel zu dieser Kapelle? Ich sehe mich hier mal um. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Abgesehen davon, dass ich mir jetzt jedes Mal in den Ton gequatscht habe. Aber hey, das ist ja... Das darf ich auch mal, weißt du? Tja. Ich kann mich nur noch an diesen Spind hier erinnern, an den wir nicht rankamen, weil der Typ davor saß. Schade, keine Schlüssel. Bloß ein paar alte Gummistiefel. Persönliche Sachen vom Heizer. Ich lasse alles so, wie es ist. Ich bleib alles so, wie es ist. Das ist klar. Ach so. Aber die nimmt er dann doch mit, weißt du? Aber es bleibt alles so, wie es ist. Ist ja unerhört sonst. Tja, was könnte ich noch machen? Kessel. Lappen. Ey, du Lappen. Den könnte ich ja wieder kühlen, theoretisch gesehen. Also hier draufstellen, oder? Ach, das wird der Lappen sein, den wir da runtergemacht haben. Aha. Cleverer, der Typ. Die Tür vom Kessel ist sehr heiß. Ich würde mich verbrennen. Oder ich mach's einfach ganz simpel so. Ah, da muss ich erstmal nass machen, vermute ich mal. Sonst wäre es kritisch. Den sollte ich zuerst anfeuchten. Natürlich, war ja klar. Scheiße. Mann, jetzt muss ich wieder komplett außen rumlaufen. Kann man hier noch irgendwas machen? Tisch? Ich sehe nichts, was von Nutzen wäre. Ah, oh nee. Hier komme ich nicht ran. Och Mann. Weil da hing ja auch Schlüssel. Ich dachte, da könnte ich irgendwas reißen mit, aber naja. Dann halt nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder komplett den ganzen Weg zurück. Und zum Springbrunnen. Der würde ja, glaube ich, nicht funktionieren. Nö. Aber unlogisch. Ich meine, hier ist ja... Okay, ich will nichts gesagt haben. Vielleicht geht's ja doch. Okay. Ich hab dann mal nichts gesagt, meine Freunde. Ich bin ganz zärtlich und ruhig. Wollt schon meckern, aber nein. Ich doch nicht. Zum Kesselraum. Der Kesselraum ist einfach nur ein Traum und deswegen nehmen wir jetzt diesen Lappen da und bewegen uns an den Kessel. Ja, jetzt würde ich es mal mit der Dings versuchen, mit der Schaufel, ne? Aber die kann ich nicht nehmen, okay. Die Hitze vom Kessel ist unerträglich. Das ist cool. Die Hitze vom Kessel. Okay, die Hitze ist unerträglich. Was könnte ich denn damit machen? Hier Schlüssel schmelzen. Aber eine gute Idee, hä? Der Rauch vom Gummi würde durch den Kaminschacht abziehen. Das würde nichts bringen. Was hat denn der vor, will er diesen ganzen Raum hier in Rauch aufgehen lassen oder was? Also irgendwie verwirrt mich das gerade. Hier, Plastikfolie, schön giftig. Okay, geht nicht. Hä, will er das Gummi echt verbrennen? Die sind doppelt so groß wie meine Füße. Oha. Okay, ja, die könnte ich da reinmachen, aber das müsste ich hier zumachen, oder? Nein. Ja, Irgendwie stehe ich gerade wieder bei Null. Kesselraum verlassen kann ich ja bestimmt nicht. Ich kann jetzt nicht hinaus. Genau, der Heizer steht ja da. Der heiße Heizer, du. Gerade ist es ein bisschen bitter hier. Ich gucke mich um, aber ich finde noch nichts. Die Hitze vom Kessel. Ich suche den passenden Hinweis. Oh. Alter, ist das Scheißding klein gewesen, Mann. Sehr viel Glück dabei gehabt. Warum machen wir das? Das müsste Aufmerksamkeit erregen. Jetzt muss ich mich beeilen. Ach so. Zur Eingangshalle kann ich aber nicht, oder? So einfach da rausrennen oder sowas. Abgeschlossen. Natürlich. Da darf ich sowieso nicht. Alles klar. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Ab nach hinten und raus hier. Los geht's durch James' Zelle. Der arme Kerl hat sich leider erhangen.
Weißt du, aber das dürfte doch hier nichts halten, ey. Na egal. Ist ein anderes Thema. Das geht uns nichts an, meine Freunde. Und der Typ müsste jetzt eigentlich da reingerannt sein, oder? Krass. Vielleicht habe ich es mit den Stiefeln ein bisschen übertrieben. Hoffentlich ist nicht zu viel Rauch ins Gebäude gelangt. Aber nur ein kleines bisschen. Aber das merkst du auch erst hinterher, weißt du, wenn es schon zu spät ist, Mann. Schlimmer Typ. Perfekt. Er hat die Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich leih sie mir aus. Fällt auch gar nicht auf oder so. Cool. Ab geht die Party, meine Freunde. Ab hin da. Und jetzt Schlüssel benutzen. Wenn ich straf, ja, straf. Und ab geht's. Kapelle betreten. James Leiche. Ich brauche ein paar Haare, die ich mit der Probe vergleichen kann, die Herman in der Hand hielt. Okay, erstmal umgucken. Ne? So viel Zeit muss sein, weil das ist sonst sehr unlogisch, wenn man es nicht stark machen dürfe. Aber ich finde hier nichts. Wo ist das? Nein, okay. Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen berühren. Pingel. Ich möchte... Okay, was hätte ich denn hier so zur Verfügung? Hier. Ach komm, sei doch mal kreativ, ey. Tja, das geht also nicht. Ein Messer habe ich auch nicht. Verdammt, ich dachte, ich wäre so kurz. Ich wäre so nah vom Ziel, habe ich gedacht. Aber irgendwie bin ich ganz weit weg. Ganz weit weg. Und hier ist gar nichts. Kriege ich denn jetzt ein Messer oder sowas her? Oder eine Schere oder sowas? Kann ich nochmal nach hinten gehen? Kann ich. Jo, umgucken, umgucken, umgucken. Das ist nichts. Da auch nicht. Okay. Alles klar, meine Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.